Schüttel on the Rocks wird präsentiert von Lidl. Da steckt richtig viel Schweiz drin. Und ausgestattet von Franke. Make it wonderful. Sowie A-Vogel Herbamare. Mein Salz, mein Geschmack. Ja, heute ist ein ganz spezieller Tag für die Schüttel on the Rocks Küche, sein Team, das darum monatelang auf das Ziel hergeschafft hat. Wir haben es geschafft mit einem ganz einfachen Gericht, nämlich mit Egg Benedict einen Stern in die Küche zu bekommen. Grüß dich! Hallo! Ciao! Alles gut? Ciao! Das klingt ja fantastisch, der neue Song. Hey, danke vielmals! Ja gut, nichts anderes erwartet. Ja, es war noch etwas schwierig, die ganze Bastelproduktion auf eine Gitarre zu destillieren. Aber okay. Es macht Spass. Kannst du kochen? Ja, ich glaube, manchmal ist es wie kochen. Cool. Wir machen heute mit dir so etwas Frühstücksmässiges, was du so kannst im Fließbandbereich brauchen kannst. Du, so du hast ja Familie und so, da kannst du mal morgen so das anreisen. Wir fangen an mit unserem Öff Benedikt. Also, das ist so eine klassische Geschichte. Und ich finde eben, klassische Küche halt extrem spannend. Und dann auch so einen Twist geben. Und zwar machen wir nicht einen Hollandaise. Oder? Wo ich auch schon nicht wüsste, was eben, das ist. Darum, wir machen heute einen Sternaise. Oh. Extra für dich. Gut, also, dann. Lassen wir los. Mhm. Und zwar ist die Basis. Schalotten tun wir hacken. Die muss man nicht schön hacken, weil das tun wir wie verkochen. Okay. Das ist Anfang mal schon. Ich? Ja, sicher. Also. Voilà. Kannst du 10 Esslöffel Weisswein hier drin tun? Mhm. Darfst du so ein bisschen, ich darf ein bisschen überlaufen, ganz wenig, so plus minus. So. Ja, 10 Stück. So. Gut. Das dann kannst du mir hier auf dem 5 Esslöffel drin tun. Ja. Einen schönen Weiss-Essig. Dann kannst du hier die Schalotte reinkommen. Genius, genius. So, gut, super. Ja, schön mit dem Messer bestehen. Ach, schön. So eine Todsünde begangen in der Kochwelt. Ja, das ist etwa so, wie wenn du Gitarre würdest irgendwie so hinger nachher schleifen, so auf der Seite. Noch ein paar Pfefferkörnchen rein. Leicht ein bisschen andrücken. He. Duck. Das ist jetzt okay. Unsere Basis. Also, Essig, Wein, ja. Zwiebeln. Jetzt tun wir das ganz simpel einfach einreduzieren auf ein, zwei Esslöffel Flüssigkeit. Ja. So. Und das lassen wir hier arbeiten. In dieser Zeit können wir hier anfangen mit unseren Eiern. Das ist unser Konstrukt. Da tun wir das 65-gradige Wasser rein. Tönt im Moment kompliziert, aber es ist auch simpel. 65-gradige Wasser rein, das tun wir dann aufkochen. Nachher. Mhm. Und hier drinnen tun wir jetzt die Eier rein. Ah. Und die Hollandaise, also die Sterne essen. Ja, ja. In den Ofen, 2 Stunden. Du kannst irgendetwas machen, kommst zurück, ist es morgen fertig. Du kannst hier rein tun. Ja, also in welchem Zustand? So. So. Ja, ganz rein tun. Einfach schauen, dass es nicht verschluckt. Genau. Und dann kannst du hier vom Hahn so einen Gutsch Wasser rein tun. Dann das hier rein. Dann machen wir es hier mit einer Klammer anmachen. So. Das andere tun wir. Hier kannst du 4 Eigelb wegschlagen. Okay. Du das parat machen, das Säckchen. Genau. Und jetzt so. Das 4-mal. Genau. So. Super. So, 4 Eigelb. Dann nehmen wir 150 Gramm Butter. Aha. So ein bisschen Würfel schneiden. So. 3. Hier. Aha. So. Noch ein bisschen salzen. So, jetzt kannst du hier schauen, siehst, haben wir hier schon schön eingekocht. Ja, ja. Alles klar. Also. Jetzt gehen wir hier. Mhm. Kannst du da drauf haben? Voilà. So. Das ist so die Essenz des Kochens. Das Pink. Ja, ja. Und das ist alles Geschmack. Das ist alles Geschmack, oder? Das müssen wir hier schön ausdrücken. Siehst du? Und das reicht nachher für die ganze Geschichte. Einen schönen Geschmack zu geben. Also säuerlich, süßlich. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zitronensaft drin.
Schön drüber. Perfekt. Das ist unsere Sternes. So, kannst du hier den füllen mit Wasser. Super. Wir müssen aufkochen hier. Mhm. Es gibt ja heute wieder coole Sachen mit Technik, wo man kann eben so Eier pochieren ganz simpel machen. Ich habe eine Technik herausgefunden im Ofen, wo du kannst hier Wasser aufwärmen, das messen, die Temperatur einstellen. Das heisst, mittels einem so einem Grillmesser, ja, wo du kannst sagen 65 Grad. Und dann gehst du mit dem in den Ofen und du den Ofen auf 85 Grad genau einstellen. Und dann bleibt die Temperatur so. Und das brauchst du zum Pochieren? Das brauchst du, und dann hast du nie mehr etwas damit zu tun, bis du es brauchst. Ich zeig dir jetzt, wie es geht. Also, übrigens hätte ich heute meinen ersten Stern bekommen. Könnt ihr mir schnell mal Applaus geben? Danke vielmals. Ich hätte noch meine Kinder mitnehmen, dann hättest du schon drei Sterne. Perfekt. Geil. So, jetzt ist das hier 65 Grad. Und wir das hier jetzt einfach drüber gießen. So. 85 Grad, 2 Stunden. So. Ich mache noch so ein bisschen einen Chili-Gumpf. Hier tun wir unsere Bagels. Die kannst du echt fertig kaufen. Ein bisschen haben wir noch die Butter von vorhin. Jetzt kann man es hier einstreichen. Schnell in die Pfanne legen. Die ein bisschen mega. Ja. Jetzt sind wir hier als allererstes noch so ein Schlierk Philadelphia drauf. Also, schau es mal hier. Mega. Schau mal, haben wir die Farbe. Shit. Jetzt legen wir so ein Schinkenband drum umlegen, dass nicht das Ei in die Mitte kommt. Das drauflegen, oder? Und hier in die Mitte so eine Mulde bekommen. Oder? Ja, ist gut? Bringst du das? Ich versuche es, ja, dass die perfekte Statik aufbringen kann. Das ist tiptop. Das ist perfekt. Jetzt haben wir es 2 Stunden drin. Nehmen wir mal unsere Bernese raus. So. Das ist jetzt die Sternese. Mhm. Kann probieren. Das ist gut. Jetzt tun wir noch unsere Eier. Das ist jetzt ein bisschen die Challenge. So. Auch fertig. Und die tun wir jetzt eigentlich wie schälen. Mhm. So cool. Hä? Einfach so machen. Kein Eigelb aufgesprungen, nichts. Kannst du da noch zwei, drei nehmen? Ja. Nicht nur rumstehen. Es. Tun Sie was, Herr Stern. So, schau mal das an. Nie gerührt, nichts, cremige Sache, oder? Ist das jetzt französische Küche? Ja, das ist französische Küche. Jetzt kann man hier so herzhaft reinstechen. Oh, also, hier abschneiden. Ja, genau, die Essanleitung. So, siehst du, und dann läuft das Ei. Du musst mal schauen, das ist wie Wachs, das ist wie Wachs, das Ei. Das ist nicht flüssig, nee, das ist genau gebunden. Mmm. 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 Das ist wirklich sehr fein. Ja. Das, ja, auch noch mit dem Cremigen. Es ist so. Ja. Ist das ein richtiges Frühstück? Wie wir Schotten gerne haben. Mm. Ja, ja, französische Schotten sind das. Schudel on the Rocks wurde Ihnen präsentiert von Lidl. Da steckt richtig viel Schweiz drin. Und ausgestattet von Franke. Make it wonderful. Sowie A-Vogel Herbamare. Mein Salz, mein Geschmack.